bin's, Melissa. Ich mache gerade ein FSJ über ADRA in den bolivianischen Bergen in der Nähe von Santa Cruz. Mein Projekt ist ein Heim für Personen, die gewisse physische oder auch psychische Einschränkungen haben. Das heißt, meine Hauptaufgaben hier sind das Helfen beim Waschen und Windelwechsel, bei den Essensvorbereitungen und der Verteilung und beim Säubern der Räumlichkeiten. Anfangs war es etwas komisch, der Wechsel von Definition auswendig lernen und Gedichte interpretieren hin zum Personen beim Duschen helfen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich wirklich schnell in den neuen Alltag reingekommen bin und mich daran gewöhnt habe. Zurzeit sind es ca. 40 Heimbewohner und unser festes Freiwilligenteam momentan besteht aus meiner Chefin Roxy, einem Ehepaar mit drei kleineren Kindern, meiner Mitfreiwilligen Gabriela, mit der ich mir auch ein Zimmer teile, Kherson aus Kolumbien und eben Flo und ich, die hier von ADRA Deutschland sind. Es kommen allerdings auch immer mal Helfer für ein oder mehrere Tage und gerade zum Beispiel haben wir auch einige Personen da, die für mehrere Wochen da sind. Das ist dann immer eine schöne Entlastung für uns und wir haben auch mehr Zeit, etwas mit den Heimbewohnern zu machen. Das Schöne ist aber, dass es nicht nur Arbeiten ist, sondern wir haben auch immer mal Nachmittagsbeschäftigung. Manchmal ist es etwas schwierig, wenn gerade viel zu tun ist, aber ich konnte jetzt glücklicherweise einführen, dass wir immer mittwochs und sonntags fest malen mit denen, die Lust haben oder Armbänder knüpfen. Dieses kreative Projekt ist ein bisschen mein Projekt und ich freue mich immer, wenn ich sehe, was für schöne Kunstwerke entstehen und wie viel Spaß die dabei haben. Und donnerstags ist immer Bingo-Spielentag. Davon sind alle immer ganz begeistert und wir haben auch richtig immer Belohnungen dabei und ich werde immer schon gefragt, wann spielen wir wieder Bingo oder wann malen wir wieder? Und das ist richtig schön zu sehen, wie die Personen auch begeistert dafür sind. Das Schönste ist aber einfach die Gemeinschaft mit den Bewohnern. Mitarbeitern. Ja, ich würde sagen, manchmal sind wir wie eine ganz große Familie, bestehend aus den unterschiedlichsten Personen, die hier aber zusammenkommen und zusammenleben. Ich habe schon ganz viele tolle Freundschaften geschlossen und immer bei den Gesprächen, bei dem Zusammenlachen und wenn ich jemanden lächeln sehe oder jemanden umarme, dann weiß ich immer, ich bin genau richtig hier. Also, falls die Frage aufkommt, wie es mir geht, super.